Wenn du nicht genau weißt, was sich hinter dem Begriff AVGS Gründercoaching verbirgt oder du sogar auf der Suche bist nach einem Unternehmensberatungsinstitut, das dich persönlich begleitet, deine Selbstständigkeit gut vorzubereiten, dann bist du absolut richtig hier in diesem Video. Denn ich werde dir zeigen, was genau ein AVGS Gründercoaching ist, wie du diese Maßnahme auch bekommst, für wen die geeignet ist und was du beachten solltest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe mich selbst vor über 20 Jahren selbstständig gemacht. Damals gab es ein AVGS-Gründercoaching noch nicht. Heute hat der Gesetzgeber reagiert und Menschen nicht nur die Möglichkeit gegeben, sich auf eine neue Beschäftigung als sozialversicherungspflichtiger Angestellter besser vorzubereiten, sondern auch die Vorbereitung in die Selbstständigkeit zu fördern. Das bedeutet also, AVGS ist ein Aktivierungs- und ein Vermittlungsgutschein, der nach dieser Gesetzesgrundlage ausgestellt werden kann. Und ich zeige dir nun, worauf es genau dort ankommt. Beantworten wir nun die erste Frage, wer kann überhaupt diesen Gutschein beantragen? Und tatsächlich ist es so, dass nicht nur die Arbeitslosen, die beim Arbeitsamt oder beim Jobcenter einen aktuellen ALG 1 oder ALG 2 Bescheid haben, anspruchsberechtigt sind, sondern auch diejenigen, die eine Ausbildung suchen. Aber noch viel weitergehend ist die Tatsache, dass die Menschen, die von der Arbeitslosigkeit bedroht sind, also arbeitssuchend sind, die noch gar kein Arbeitslosengeld 1 aktiv möglicherweise beziehen, dass auch diese Menschen einen AVGS-Antrag stellen können. Wenn du selbst ein AVGS beantragen willst, dann achte darauf, dass es verschiedene Arten solcher Gutscheine gibt. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Arten, wobei der zweite weggefallen ist. Die anderen haben die Aufgabe, dich entweder an den Arbeitsmarkt wieder ranzuführen oder dich dabei zu unterstützen, in ein versicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis zurückzukommen. Wenn du aber dich selbstständig machen willst, dann achte darauf, dass du die Art Nummer 4 bekommst, also einen Gutschein zur Heranführung in eine oder an eine selbstständige Tätigkeit. Was genau bekommst du nun, wenn du deinen AVGS, deinen Gutschein in den Händen hältst? In der Regel gibt es ganz fest definierte Maßnahmen, die ein Bildungsträger, so wie wir bei der X-Group, bei einem Zertifizierer eingereicht haben müssen. Diese Maßnahmen sind alle zertifiziert und beinhalten einen zeitlichen Umfang von 10 bis zu 100 Unterrichtseinheiten, wobei eine Unterrichtseinheit 45 Minuten dauert. Grundsätzlich kannst du dir Folgendes merken: Je kleiner dein Gutschein ist, je mehr hast du Pflichtmodule, die du erledigen musst. Je größer dein Gutschein ist, also je mehr Unterrichtseinheiten du hast, zum Beispiel 80 Unterrichtseinheiten bei einer Maßnahme von uns, dann hast du Module, die du dir frei auswählen kannst, was für dich zweckmäßig ist, und du hast auf der anderen Seite Pflichtmodule. Was sind nun die Pflichtmodule? Nun, da geht es um deine Unternehmerpersönlichkeit, da geht es um dein Konzept und relevantes Wissen, was vermittelt werden soll. Der dahinterliegende Zweck der Agentur für Arbeit, des Sachbearbeiters, der dir diesen Gutschein ausstellt, ist, dass du optimal auf deine Selbstständigkeit vorbereitet wirst. Das bedeutet also, dass du rechtliche Bausteine, genauso wie Versicherungsinformationen als auch buchhalterische, steuerliche Informationen bekommst und aber auch dein Konzept tatsächlich überprüft wird, nämlich auf Tragfähigkeit. Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter werden dich nur fördern, wenn du ein kleines wirtschaftliches Gutachten auch beibringen kannst, wo eine unabhängige Stelle dir mitteilt, dass dein Konzept tatsächlich tragfähig ist. Und das bedeutet, dass du davon leben kannst. Wenn du selbst nun einen Antrag stellen möchtest, gibt es 2 unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du hältst bereits ein AVGS in deinen Händen. Dann ist es wichtig, dass du überprüfst, ob du überhaupt diese Maßnahme beantragen kannst als Einzelmaßnahme. Denn es gibt solche Gutscheine auch als Gruppenmaßnahme. Für dich effektiver ist natürlich, wenn du mit einzelnen Beratern ganz individuell dein persönliches Konzept auch besprechen kannst. Wir empfehlen dir aber auch, dass der Gutschein online ausgestellt wird. Das heißt, du kannst ganz bequem von zu Hause aus mit unseren Beratern an deinen Unterlagen und deinen Fragen und Themen arbeiten. Der Vorteil ist nicht nur für dich da, dass du Geld und vielleicht auch Zeit sparst, sondern auch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter spart auch die entsprechenden Fahrtkostenerstattung. Wenn du zu den Menschen gehörst, die einen solchen Gutschein in Händen halten, dann schick den am besten zu einem Bildungsträger, der dafür zertifiziert ist. Denn diesen Gutschein kann nicht jeder einlösen. Vielmehr ist es wichtig, dass vorher dieses Bildungsinstitut eine Zertifizierung einmal als Zulassung durchlaufen hat und die Maßnahmen zertifiziert worden sind und dass dieses Unternehmen sich regelmäßig auch rezertifiziert.
Wenn du also diesen Gutschein hast, dann schick ihn uns gerne zu und nimm Kontakt auf über den Link unten über ein kostenfreies Erstgespräch. Wenn du diesen Gutschein aber auch nicht hast, dann gibt es ein Antragsformular und auch diesen Link findest du unterhalb des Videos. Unsere Mitarbeiter, unser Team unterstützt dich gerne dabei, sowohl diesen Gutschein erstmal zu beantragen, als auch den vorhandenen Gutschein in eine tatsächliche Maßnahmebewilligung auch umzuwandeln. Denn wir dürfen in der Beratung mit dir erst beginnen, wenn tatsächlich die Bewilligung vorliegt und der entsprechende Teilnehmerberatungsvertrag auch abgeschlossen worden ist. Zusammengefasst also, egal ob du schon arbeitslos gemeldet bist oder beim Jobcenter bist oder dass du von der Arbeitslosigkeit bedroht bist, du hast jetzt die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen. Das kostet nichts und ist nur ein Formular auf einer Seite. Und wir können gerne dich dabei begleiten, sowohl den Antrag auf diesen Gutschein zu stellen und die entsprechenden Verträge abzuschließen, als auch dann die entsprechende Maßnahme zielführend durchzuführen. Wir sind auch in der Lage, die entsprechenden fachkundigen Stellungnahmen, also das wirtschaftliche Gutachten zur Tragfähigkeitsermittlung, auch zu erstellen, damit du vollständige Unterlagen auch hast zur Beantragung deiner Fördermittel. Wir begleiten dich aber nicht nur bei der Vorgründung, sondern gerne auch in der Jungunternehmer- oder einer Wachstumsphase, bis du schließlich dein Unternehmen so aufgestellt hast, dass du davon gut leben kannst. Und wenn du dafür auch Finanzierung brauchst, egal ob über Förderbanken, Geschäftsbanken oder über Investoren, sind wir der richtige Partner an deiner Seite. Wir begleiten 200 bis 300 Projekte und Vorhaben pro Jahr und sehr häufig sind dabei auch Bankfinanzierung oder auch Risikokapitalvermittlung zu Investoren. Mach jetzt also Gebrauch von deinem kostenfreien Erstgespräch, wenn du bereits ein AVGS in den Händen hältst und den einlösen willst, oder nutze auch unsere Unterstützung dabei, diesen Gutschein zu beantragen. Die entsprechenden Links zu Informationen oder auch zu dem Antrag findest du unterhalb des Videos. Und ich lade dich ein, jetzt auch das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat, Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch, trag dich gerne in unseren Feldern, Kontaktfeldern und Terminangeboten ein und empfehle unseren Kanal weiter und vergiss nicht, ihn zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.